Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal Project Cars. Diesmal sind wir in der Kart Club Trophy in Glenkern am Start. Und ich muss ja hier ändern, das ist von meiner privaten Karriere, sage ich jetzt mal. Und genau, Gegner haben wir gesagt, machen wir auf 70 hier, wir wollen es ein bisschen spannender halten. Und ja, dann geht es auch schon los, würde ich sagen. Direkt das nächste Rennen am Start. So, da sind wir schon. Wir starten von Platz 4 aus. Die Tendenz ist ja mal gar nicht so schlecht. Ich muss mal ein bisschen reinfuchsen hier. Ich bin schon ein bisschen länger hier mit den Karts nicht mehr unterwegs gewesen. Und das ist natürlich mal wieder total hardcore, ja? Dann drauf. Hammerhart hier. Aber läuft. Komme ich immer ständig von der Rundenzeit ab hier und ich immer ständig von der Strecke abweichen. Ich muss mal gucken, dass wir mal eine saubere Runde fahren, dass wir hier auf jeden Fall noch eine vernünftige bewertete Runde hinkriegen. Weil ich habe ja gehört, es gibt ja noch mal zusätzliche Punkte. Wenn man noch dafür die schnellste Runde machen muss. Ah, das ist ein relativ kurzer Schritt, das war ich schon wieder vorbei hier nach der ersten Rennen. Und danach bin ich dann halt der fliegende Start. Uiuiui. Krass. So. Relativ kurz, knapp und bündig, ja. 3 Minuten. Direkt mal auf Wiederholung wieder speichern. Und gehen direkt rüber zum nächsten. 15 Punkte. 3 Siege. Das ist top. Dann geht es direkt raus in den fliegenden Start. Diesmal sind es 10 Runden, 4 Runden mehr und statt 15. Bin mal gespannt, wie viele. Uah, scheiße. Wie viele Karten können wir insgesamt hier noch fahren? Das macht gleich 125 CC-Klasse. Ich hoffe, irgendwann auch mal was anderes findet. Einer haben wir ja schon gesehen, das ist ja der Road MP UK Club. Auch sehr, sehr schön, macht richtig, richtig Spaß zu spielen. Aber der ist halt schon, sag ich mal, eine Hausnummer höher. Weil es da halt schon wesentlich längere Strecken sind, aber auch hier ist sehr, sehr geil. Schön detaillierte Autos und so. Absolut super. Ah, ich glaube, so langsam bin ich wieder drin hier.
Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof jetzt. Ne? Wenn man nach rechts von der Strecke irgendwie abkommt oder so, dass man dann, weil es sich ja effektiv gesehen kann, abkürzen, dass man dafür dann was für Rundenzeit ungültig ist. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Aber okay, gibt schon was, ne? Muss man halt ein bisschen besser aufpassen, wenn man fährt. Ach, diese Runden sind so schön kurz, das ist so herrlich. Wieder, ne? Ich bin rechts rausgedriftet, ist ja kein Abkürzen und ich kriege dann wieder gesagt, warum es halt ungültig ist. Finde ich scheiße. Das ist so bis jetzt der einzige positive Nebeneffekt, der dieses Spiel irgendwie so ein bisschen mit sich bringt. Habe ich hier den Schwierigkeitsgrad schon relativ hoch gesteckt für meine Fahrverhältnisse? Also warum ich hier trotzdem nicht mehr ein bisschen messen kann. Also entweder fahren die so schlecht oder ich fahre wieder so gut. Man weiß es nicht. Ah, ich werde vermutlich dahinter bleiben. Das Ziel kommt jetzt eh schon gleich nach vorne. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ging relativ zügig, kurz und schmerzlos. Total super. Gucken wir nochmal rein, wieder 20 Punkte kassiert. Ah, guck mal, da haben wir plus 5 Bonuspunkte haben wir gekriegt. Und trotzdem noch Gott sei Dank die schnellste Runde gefahren. Das ist super, wir haben 70 Punkte, also eigentlich schon alles wieder so gut wie sicher. So, herzlichen Glückwunsch, eine neue Einladungs-E-Mail erhalten. Da gucken wir nochmal glatt nochmal rein. Fantastische Arbeit, Markus. Jetzt sind das 3 in Folge. Richtig, okay, nur noch 2 weiteren. Wir nehmen noch ein paar letzte Handgriffe im Wagen vor. Okay. Ich heiße Sang Park, bin Manager von Final Drive. Unser Team hat sich bei dem Event Road TC Origin am 3.2. angemeldet. Und wir hätten sie gerne bei uns als Fahrer. Ja, wofür die mich nicht alles als Fahrer haben wollen, das ist ja echt... der Wahnsinn. Dann gucken wir rein im Kalender, was jetzt als nächstes kommt. Genau, jetzt kommt als nächstes wieder die Road Entry Club UK Club Tour. Das wird wieder ein bisschen länger dauern alles. Aber das wird dann auch relativ zügig kommen. Und dann haben wir das da noch und dann gucken wir mal rein, Dezember. Ja, ist glaube ich alles schon so wie vorbei, ne? Ja. Ja, super. Haben wir das erste Jahr schon mal drum. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal erst im Road Entry Club wieder. Ich sag bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.